Alter, mit Tüte kriegen wir das ja nicht mehr so. Ich möchte euch Produkte vorstellen, bevor das eigentliche Video beginnt. Und zwar hat mir der Onlineshop obay.com diesen Camping-Kochgeschirr-Set genauso wie diesen Gaskocher zur Verfügung gestellt. Ich habe in diesem Video, was jetzt gleich kommt, diese beiden Produkte zum ersten Mal praktisch getestet, sowie ein Festmahl drauf zubereitet. Und ich muss vom ersten Eindruck sagen, dass ich auf jeden Fall sehr begeistert von diesen Produkten bin und dass das hier jetzt mein Hauptkochset sein wird. Und von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung, das wollte ich gespoilert haben. Und jetzt werde ich erstmal die Produkte öffnen. Der Campingkochgeschirr Set Fire Maple Feast 2 wird in einem Tragenetz geliefert. Dort kommt direkt der Deckel vom Aluminiumtopf zum Vorschein. Der Deckel ist mit Abflusslöchern versehen, was das Abgießen von Wasser oder Brühe erleichtert. Das Set beinhaltet eine 0,7 Liter Aluminium-Bratpfanne im geriffelten Design und ist mit hitzebeständigen Griffen ausgestattet, um sich nicht zu verbrennen. Ebenso ist ein kleiner Plastikkochlöffel zum Wenden von Gerichten sowie zwei Plastikschälchen, zum Beispiel für Heißgetränke oder Suppen, im Set vorhanden. Ein Schwamm zum Geschirrwaschen ist mit inbegriffen. Außerdem beinhaltet das Set einen 0,7 Liter Aluminiumkessel, um ganz entspannt Wasser zu kochen, was im Gegensatz zu einem Topf das Wasser länger warm hält. Der Griff ist ebenso hitzebeständig und der Deckel mit Abflusslöchern ausgestattet. Es gibt im Shop aber auch eine günstigere Version, worin der Kessel im Set nicht vorhanden ist. Der Aluminium-Kochtopf hat eine Kapazität von 1,5 Liter und ist ebenfalls mit einem hitzebeständigen Griff ausgestattet. Das einzige, was mir am Set fehlt, wäre einfaches Klappbesteck, Messer, Gabel, Löffel, aber ansonsten hat das Set wirklich alles, was man braucht. Link zum Produkt unten in der Beschreibung. Der Gaskocher Fire Maple Blade 2 wird ebenfalls mit einem Tragenetz geliefert und dadurch, dass dieser Kocher faltbar ist, hat dieser ein geringes Packmaß. Aufgeklappt hat der Kocher ordentliche Topfstützen, so dass ein 1,5 Liter Topf hervorragend drauf platziert werden kann, wie ihr es später im Video im Praxistest sehen könnt. Der Kocher besteht überwiegend aus leichtem und robustem Titan, was sehr widerstandsfähig gegen Hitze ist. Sprich, es erhitzt sich bei der Verwendung sofort, kühlt sich aber innerhalb von kurzer Dauer wieder ab. Der Kocher ist mit einem Vorheizrohr und Druckregler ausgestattet. Und der Brennkopf sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Das einzige, was mir am Produkt fehlt, wäre eine eingebaute Piazzo-Zündung. Link zum Produkt ebenfalls unten in der Beschreibung. Beide Produkte werden innerhalb von 2 Werkstagen versendet, haben 30 Tage Rückgaberecht, 3 Jahre Garantie und momentan findet im Onlineshop obay.com eine Aktion statt, worin ihr bis zu einem befristeten Zeitraum als Neukunde die Produkte zu einem noch günstigeren Preis bestellen könnt. Der Onlineshop obay.com beinhaltet Produkte wie japanische Küchenmesser, Campingausrüstung und Outdoor-Beleuchtung. Da dieser Onlineshop gerade neu eröffnet hat, gibt es für Neukunden eine Testmitgliedschaft von ganzen 90 Tagen geschenkt. Das heißt, dass ihr innerhalb dieser 90 Tage einen Rabatt von bis zu 15% und kostenlosen Versand auf diversen Produkten erhaltet. Zugleich gibt es bis zum 31.08. ein Bonusprogramm für die erste Bestellung, worin ihr Bonusgeld für die darauffolgende Bestellung erhalten könnt. Link zum Onlineshop und zum Bonusprogramm ebenfalls unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Shoppen und jetzt wird das eigentliche Video gestartet. Hier, guck mal, blaues Licht. Ach Scheiße, mein Wagen ist umgekippt. Yeah. Aber genau, hier, blaues Licht. Wisst ihr, was blaues Licht macht? Schreibt das unbedingt in den Kommentaren drauf. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das schreibt. Was blaues Licht hier macht. Weil das ist richtig geiles Licht. Das ist... Aber... Scheiße, mein Wagen ist umgekippt. Aber gut, dass ich heute nur Dosenbier dabei habe. Deswegen ist bestimmt nichts kaputt gegangen. Außer da ist irgend so ein Nadel oder so da drunter, dass das irgendwie aufsticht, damit das hier rumspritzt. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen oder sich hier in dieser Umgebung hier auskennen, die wissen Bescheid, wo ich jetzt gerade drüber laufe. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech. Und hier, genau an dieser Stange, habe ich schon mal so gemacht. Eben gerade ist etwas passiert. Ich bin ein Stückchen weitergelaufen und dann kam ganz plötzlich Regen, aber so richtig. Und ich war gerade dabei, den meinen gelben Sack zu nehmen, um mich damit rüber zu ziehen.
Und meinen orangenen Sack, damit ich das über meinen ganzen Wagen ziehe. Und wo ich das ausgepackt hatte, dann war der Regen plötzlich vorbei. Also das ging nur vielleicht noch eine Minute oder so. So richtig strömt. Und das hat mich so ein bisschen feucht gemacht. Und das ging einfach zu schnell, um die Kamera rauszuholen. Aber genau, das wollte ich euch Bescheid gesagt haben, dass das genau gerade passiert ist. Leute, es fängt an in Strömen zu regnen und es ist richtig beschissen. Ich werde jetzt diesen gelben Sack hier über meinen Wagen rüberziehen. Und wisst ihr, was beschissener ist? Dieser gelbe Sack, das ist ein Regenponcho. Der ist bei der ersten Anwendung gerissen. Ich habe den gerade frisch bestellt. Und das ist hier komplett aufgerissen. Ich kann ihn nicht richtig zumachen. Weil mein Reißverschluss da irgendwie drüber gefahren ist. Und deswegen ist er aufgerissen. Genau nur aus diesem Grund. Von der billigsten Tracking-Rucksack dieser Größe von ganz Amazon damals. Wo ich den gekauft habe. Das habe ich drüber gefahren. Genau deswegen ist er gerissen. Das ist ein richtiges billiges Arschstoffteil. Ich brauche einen neuen Regenponcho. Das ist ganz wichtig. Damit ich nicht so nass werde. Bei diesem scheiß dreckigen Wetter hier, bei diesem Regen oder wie das heißt. Der nervt mich. Der muss weg. Guck mal, der Regen ist endlich vorbei. Nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde oder so. Da habe ich diesen komischen gelben Sack hier, der richtig kaputt ist, der mit ganz vielen Löchern drin. Den habe ich die ganze Zeit über mich rübergezogen gehabt. Über meinen Kopf. Der war richtig zerrissen gewesen. Ich brauche einen neuen gelben Sack, damit ich trocken bleibe. Das hat mich so ein bisschen nass gemacht, dieser Regen. Aber dieser Regen ist jetzt verschwunden. Und darauf, dass dieser Regen verschwunden ist, werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Gib Prost! Guck mal hier, da drüben, das ist Autobahnbrücke. Das, was hier so laut ist. Ich bin angekommen. Das heißt, ich muss hier runterlaufen. Und dann gelaufe ich da dran vorbei, wo ich zweimal drunter gepennt habe. Und dann irgendwann nach links. Und da hinten ist irgendwo mal eine Stelle, wo ich heute Nacht übernachten werde. Ah, Scheiße. Ich bin gerade voll auf diese Pfütze hier drauf getreten, ey. Jetzt ist mein Schuh nass. Warte, genau, ich bin jetzt hier unter dieser Brücke, was ich euch schon mal gezeigt habe. Ich hab zwischendurch jemand Feuer gemacht. Genau, diese Geräusche hier. Das ist das, was mich die ganze Nacht so richtig genervt hat. Die ganze Nacht durchgängig. Das ging die ganze Nacht lang so. Aber weil ich euch das schon mal gezeigt habe, geh ich jetzt wieder zurück. So, ich bin jetzt hier an dieser Stelle, wo ich hier pennen werde. Und in der Zwischenzeit wurde hier eine größere Feuerstelle gemacht. Und ich finde meinen Ast nicht mehr, wo ich beim letzten Mal mein Tarp drüber gespannt habe. Das heißt, ich glaube daran, dass dieser Ast verbrannt wurde. Und nicht mehr existiert. Das heißt, ich muss mir einen neuen Ast suchen gehen. Und das werde ich jetzt machen. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Mein 3x3 Meter Tarp. Hier auf diesen komischen Ast.
Dieser Ast ist auch wieder viel zu lang wie beim letzten Mal, wo ich hier gepennt habe. Aber egal, ich habe das auch doppelt gespannt mit zwei diese Bänder. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob das vielleicht irgendwie wegreißen könnte, damit das hier auf meinen Kopf fällt. Und guck mal, weil ich das hier ein bisschen niedriger gebaut habe und nicht irgendwie in Kopfhöhe, ist das hier, ist der Dach größer als wie sonst normalerweise. Das heißt, man hat hier drunter noch viel mehr Platz und ich habe hier diese Unterlegplane hier hingelegt, damit ich meine ganzen Sachen hier drauflegen kann. Weil vorhin war ja die ganze Zeit Regen gewesen und sowas. Oder beziehungsweise zwischenzeitlich war Regen hier gewesen. Das heißt, der ganze Boden hier ist nass und deswegen habe ich hier die Unterlegplane hingelegt, damit ich meine ganzen anderen Sachen hier trocken verstauen kann. Und deswegen werde ich jetzt noch ein letztes Bier trinken, bevor ich dann schlafen gehe. Geprost! Ich bin erwacht und wisst ihr, was passiert ist? Letzte Nacht, da war es richtig windig gewesen und das hat hier diesen Stock hier weggerissen von meinem Tarp. Aber dieser Stock, dieser Ast hier, der ist nicht auf meinen Kopf gefallen, sondern der ist neben meinen Kopf gefallen. Also ich habe hier gepennt. Also hier hat man versiffter, verschmierte Kopf hier drauf gelegen und der ist neben meinen Kopf gefallen und das hat hier mein ganzen Dach hier runtergerissen. Aber danach hat es gar nicht mehr geregnet gehabt. Und deswegen ist das egal. Und genau das hier, das ist mein Ausblick, wo ich aufgestanden bin. Das finde ich, wie gesagt, ganz chillig hier. Das ist ein chilliges Platz. Und das ist wieder voll cool Wetter, so dass ich meine ganzen Pullovers ausziehen konnte. Und genau, und hier chill ich jetzt erstmal so ein bisschen rum. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 10 Uhr oder so. Und ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich die nächsten 2-3 Stunden einfach nur hier rumsitzen und gar nichts machen. Und ein bisschen die Sonne genießen. Und dann, wenn ich hier so ein bisschen rumgesessen habe, dann werde ich Fressen machen. Aber so richtig. Hör auf mich zu mobben, du spermafarbener, schwimmender Vogel. Bah, hört auf mich zu belästigen. Ihr stört mich. Ihr seid richtig giftig. Hier, guck mal, das hier, das sind meine Wurstfinger. Ich möchte euch meine Wurstfinger hier präsentieren. Da habe ich schon ganz oft drauf gespritzt und sowas. Die sind richtig giftig. Das könnt ihr mir glauben, ihr Vögel. Gib mal High Five oder wie das heißt. So, ich habe hier in der letzten halben Stunde ganz gechillt hier rumgesessen und diese Vögel waren weg. Und jetzt sind diese Vögel schon wieder hier. Und die belästigen mich schon wieder. Dieses komische Pärchen da vorne, das fühlt sich so sicher, dass die sich einfach neben mir schlafen gelegt haben. Oh Scheiße, ich bin mit meinem Ellenbogen hier gegen diese Brennnessel hier dran gekommen. So dass hier ein paar Flecken dran sind. Guck mal hier. Hier vorne an der Haut, da habe ich auch ein paar Brennnesselflecken. Hier an meiner Hand. Also das ist genau dasselbe passiert wie bei der 100 Kilometer Sauftour mit Marvcon TV. Da bin ich auch die ganze Zeit leicht bekleidet in Brennnesselbüsche reingefallen. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Das waren auf jeden Fall richtig besoffene Tage gewesen. Die waren richtig geil gewesen. Und das erinnert mich daran, wegen diesen Brennnessel hier, die mich da gestochen haben schon wieder. Guck mal, Leute, diese Stelle hier, die ist so gechillt, dass ich ja den gesamten Tag hier verchillt habe. Die Sonne geht langsam runter. Das heißt, wir haben Abend und bald kommt Dunkle.
Und das ist hier immer noch gechillt hier. Das ist richtig geil. Und ich habe hier meinen Schlafplatz wieder aufgebaut. Mein Tab. Extra um zu prüfen, ob das hier schon vielleicht diese Nacht auf meinen Kopf fällt. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber ich habe das erstmal aufgebaut, damit ich so ein bisschen Dach habe. Und ich werde gleich kochen. Und zwar Rumpfsteak mit Nudeln und Paprika, Champignons und Zwiebel. Ich habe hier noch zwei Eier, aber mal gucken, ob ich die mitbraten tue oder ob ich die dann zu einem späteren Zeitpunkt verspeisen tue, weiß ich noch nicht. Und ich werde jetzt mein Essen zubereiten, zum ersten Mal unter dem Kochgeschirr von FireMapple, genauso wie unter dem Brenner von FireMapple. Also unter den Campingkocher bzw. Gasbrenner, was mir Obi zur Verfügung gestellt hat. Und genau, Link, wie schon gesagt, Link unten in der Beschreibung. Genauso wie die Links zu den beiden Produkten ist auch unter der Beschreibung. Und genau, deswegen, ich werde jetzt darauf zum ersten Mal kochen und bin sehr gespannt drauf, wie gut ich drauf kochen kann. Ich habe die Sachen beschnitten. Jetzt wird gekocht. Jetzt packe ich diesen Topf hier drauf. Und jetzt mache ich da erstmal Wasser drauf, damit ich gleich hier diese Nudeln kochen kann. So, das sollten jetzt 750 Liter sein. Und ich bin gespannt drauf, wie lange das dauert, bis das Wasser kocht. Wisst ihr, was ich an diesem Produkt hier voll geil finde? Und zwar, wenn das Wasser kocht, beziehungsweise wenn da Blasen kommen, dann sieht man das, wenn hier Dampf rauskommt. Und das ist richtig geil. Dann weiß man, dass es schon kocht. Und ich kann da erstmal Nudeln reinfüllen. Und das ist voll geil, dass hier so viel Platz ist, dass man hier noch mehr kochen kann. Dass hier bis zu 1,5 Liter reinpassen. Im Gegensatz zu meinem anderen Kochset, wo nur die Hälfte reinpasst. Das heißt, man kann hier drauf richtig viel vorkochen. Und ich finde es auch richtig geil, dass hier dieser Campingkocher-Brenner, dass der so viel Platz drauf hat, dass man hier auch wirklich so einen großen Topf draufstellen kann. Das ist einfach nur perfekt. Finde ich mega gut. Auf jeden Fall gute Ware. Guck mal hier. Ich habe hier eine Flasche von der letzten Fanpost-Öffnen-Video und da habe ich Salz reingepackt. Und genau, und deswegen werde ich das hier reinmachen. Damit ich das ein bisschen salzen kann. Die Nudeln. Das ist richtig geil. So. Ich glaube, die Nudeln, die sind fertig. Und die sind auch wirklich sehr schnell fertig geworden. Und ich werde jetzt die Pfanne hier drauf machen. Etwas Öl drauf gießen. Und jetzt diese, wie heißt das nochmal? Dieser Plexiglasplatte. Das werde ich jetzt hier drauf machen. Na, ich glaube, ich muss zweimal das kochen. Aber trotzdem ist das besser, als das viermal kochen zu müssen, weil diese Pfanne halt doppelt so groß ist wie meine letzte Pfanne. Ursprüngliche Pfanne. Aber das riecht schon so richtig lecker. Es wird gleich so richtig geiles Fressen geben. So, ich glaube, das hier, das ist fertig. Also dieses Fleisch mit Paprika und Champignons und Zwiebel. Und ich werde das erstmal hier auf den Teller drauf machen. Ja, jetzt werde ich den Rest anbraten. Und jetzt werde ich erstmal diese Nudeln hier drauf machen. Auf den Teller. Ach so, wisst ihr, was ich an diesem Topf noch richtig geil finde? Und zwar, das sind diese Löcher hier oben drauf.
da kommt nicht nur Dampf raus, sondern wenn man jetzt Nudelwasser ausgießt, da kann man das Wasser auch direkt hier aus den Löchern hier ausgießen. Und das finde ich mega praktisch. Da bräuchte ich jetzt zum Beispiel diesen Deckel jetzt nicht irgendwie so halten oder so. Da ich kann den einfach drauf lassen, den Finger drauf und hier drüber über diese Löcher hier den Nudelwasser ausgießen. Und da muss ich sagen, das hier ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Mega gut. Oh, ist perfekt gezaubert. So, ich habe gerade meine erste Portion aufgegessen und mir ist eine weitere lobenswerte Auffälligkeit von diesen Töpfen hier aufgefallen. Und zwar, diese Nudeln, die hier drin sind. Ich habe mich da sehr oft beschwert gehabt, dass diese Nudeln, also dass die Restnudeln immer viel, viel zu schnell kalt werden und so weiter. Und das hat mich so richtig aufgeregt. Aber bei diesem Kochsystem, jetzt ohne Witz, obwohl ich eigentlich schon mit der ersten Portion extrem lange fertig bin, sind diese Nudeln immer noch total warm. Also genauso wie frisch gekocht. Also man sieht auch schon diesen Dampf. Und genau, das ist richtig geil. Und wisst ihr, was ich an diesem Gasbrenner total geil finde? Und zwar dieser Gasbrenner, der besteht aus Titan. Und das heißt, dieser Titan, der wird ganz schnell heiß, aber auch ganz, ganz schnell kalt. So dass man den kurz darauf mit den Fingern hier anfassen kann. Und der ist total abgekühlt. Und das finde ich an diesem Gasbrenner total geil. Ich bin aufgestanden. Ich habe schon wieder hier gepennt. Hier. Genau. Und dann guckt euch mal diesen Loch hier vorne an. Das ist von der vorigen Nacht passiert. Weil dieses hier. Sondern der hier. Okay, seht ihr dieses Loch hier? Der hat hier gestanden. Und in der Nacht, wo dann mein Tarp dann plötzlich weggefickt wurde, beziehungsweise dieser Stock runtergefallen ist, fast auf meinen Kopf, dann lag der hier brennt hier. Und der ist runtergefallen und dann über diesen Loch ist die Flamme dann rausgekommen und dann hier rein. Deswegen ist hier jetzt ein Loch drin. Das heißt, wenn es irgendwann so richtig regnen tut, dann werde ich endlich nass. Das wird richtig geil. Guck mal da hinten. Hier auf dieser Autobahnbrücke. Da oben ist Stau. Auf der rechten Fahrbahn, glaube ich. Die stehen da rum, die ganzen LKWs und Autos und andere Fahrzeuge. Das finde ich richtig feierlich. Das finde ich richtig geil. Weil das ist nicht mein Problem mit diesem Stau da oben. Deswegen finde ich das geil. Das hat schon was. Ich stehe hier rum und die Autofahrer da oben, die ärgern sich wegen Stau. Und da vorne ist Boot. Guck mal hier. Hier ist ein Insekt, das hat diese Spinne hier getötet und das frisst das gleich auf. Und dieses Insekt ist heute Morgen über mein Gesicht drüber geklettert. Das weiß ich noch ganz genau. Der hat mich richtig genervt. Aber der hat mich nicht gestochen, sondern die Spinne. Aber trotzdem ist das so ein richtiges Miststück hier vorne. So, ich werde jetzt Koffein herstellen. Zum ersten Mal mit diesem Produkt hier. Und genau, ich mache jetzt erstmal den Brenner hier an. Man sieht es nicht, aber das brennt schon. Und genau, und ich mache da jetzt erstmal Wasser rein und etwas Koffein. Und dazu gibt es auch noch einen Deckel, den mache ich jetzt auch hier drauf. Und jetzt warte ich, bis das Wasser hier verbrannt ist. Guck mal, hier kommt Dampf oben raus. Das heißt, ich glaube, mein Koffein ist fertig.
Genau, das blubbert hier. Das heißt, ich kann das ausmachen und in dieses Schälchen hier befüllen. Dieses Schälchen, das wurde auch mitgesendet. Also das ist in diesem Kochsystem, Kochset auch mit drin. Ich werde jetzt ein bisschen Kaffeeweiße reinmachen. Noch ein bisschen Süßstoff reinmachen. Und da guck mal, dieser Löffel, der war auch in diesem Kochsystem drin. Das ist gut zum Umrühren. Und jetzt wird diese Koffein gesoffen. Ja? Ich kann mich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Das müsst ihr unbedingt auch alle so machen, draußen in der Natur Kaffee zu saufen. Das hat Freude dran. Das ist richtig geil. Das müsst ihr mir alle nachmachen, das ist ganz wichtig. Das verpflichte ich euch. So, ich habe hier eine Viertelstunde ungefähr hier rumgesessen und ganz genüsslich hier am Fluss Kaffee gesoffen. Und wisst ihr, was ich richtig geil finde? Und zwar, der Rest Kaffee, was hier drin ist, der ist immer noch total warm. Und das finde ich an diesem Produkt richtig geil. Dass der lange warm bleibt, bis er dann irgendwann auskühlt. So, ich werde jetzt Mittagessen machen. Und zwar hier, das Essen von gestern. Das werde ich anbraten. Genauso wie zwei Eier. Die habe ich auch noch dabei. Die habe ich genau hier drin dabei. In diesem Sack. Und genau, und deswegen, ich werde jetzt anfangen zu braten. Bisschen Öl. So, Fressen ist fertig und es hat vielleicht nur, keine Ahnung, 5-6 Minuten ungefähr gedauert, bis das fertig wurde. Und ich werde das jetzt fressen. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Empfehlung von diesen Kochtöpfen, genauso wie von dem Brenner. Und das wird auf jeden Fall mein Hauptkochset für die nächsten Touren sein. Definitiv. Also klare Empfehlung von mir. So, ich habe gerade meinen Tarp abgebaut, genauso wie meine ganzen Sachen eingepackt. Die sind hier jetzt auf diesen Wagen drauf. Und hier nochmal der letzte Blick von diesen, genau, Weser heißt das. An diesem Fluss. Und jetzt laufe ich mit dem Wagen zurück nach Hause. Und das mache ich genau jetzt. Es wird jetzt richtig voll richtig. Das waren auf jeden Fall wieder zwei schöne Nächte am Fluss gewesen. Die haben mir eine Freude zubereitet. Ich würde am liebsten sogar eine dritte Nacht hier pennen. Aber ich habe morgen etwas geplant. Und zwar, ich werde da... Ach Scheiße, da hier ist eine Dose abgefallen. Ich habe schon wieder ganz viel Bier getrunken. Dieser Pfand wird auf jeden Fall gleich verkauft. Wenn ich in den nächsten 5 Kilometer dann bei diesen EZ-Tag gekommen bin, dann wird dieser Pfand verkauft. Also richtig. Ach, das ist so nervig mit diesen Dosen, ey. Alles nervt. Ich laufe jetzt gerade schon wieder an dieser Brücke vorbei, wo ich zweimal darunter gepennt habe. Und das ist richtig beschissen laut hier. Hört ihr das?
Ich laufe jetzt durch diese Feldlandschaft durch. Durch genau diese Feldlandschaft, wo ich schon mal so gemacht habe. Wie geht? Von diesen hier, da sind noch ein paar Tropfen runtergefallen und das ist auf meinem Bein drauf gespritzt. Der Bumsack geht rum. So, ich bin jetzt gerade hier auf dieser Weserwehr drauf, also da, wo die Schiffskatapultieranlage ist. Und da guck mal, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass hier kein Wasser mehr drin ist. Oder fast kein Wasser mehr. Hier diesen Kanal von diesen Schiffskatapultieranlage. Das wurde irgendwie rausgenommen und genau. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Aber das ist halt dieses Mal so. Und genau, das wollte ich euch Bescheid gezeigt haben. Und das stinkt hier total. Das riecht hier nach tödlichen Krabben und sowas. Nach tödlichen Krabben und Fische und sowas. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier wirklich weg. Ich kann diesen Geruch nicht ab. Das ist... Boah. Das ist richtig bitter. Oh, also hier ist mir jetzt gerade wirklich schlecht geworden mit diesem Gestank. Da könnte ich jetzt nicht arbeiten. Oh. Naja, aber jetzt erstmal zur Edeka oder E-Center oder wie das heißt, um diese ganzen Pfanddosen hier zu verkaufen. Das werde ich jetzt machen. Also richtig. Guck mal, Leute. Hier auf diesem Schild, bei dieser Stange, da habe ich schon ein paar Mal Bierpower drauf gemacht. Genau hier. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock darauf, Bierpower zu machen, deswegen mache ich das jetzt gerade nicht. Aber das wollte ich euch Bescheid gesagt haben, dass ich da schon ein paar Mal Bierpower gemacht drauf habe. Das waren sogar bezahlte Bierpowers gewesen. Ich bin ein Hudenkopf. Und das hier, das ist E-Center. Und ich werde jetzt da reingehen, um hier diese ganzen Pfanddosen zu verkaufen. €5. So, ich habe gerade meine Pfanddosen verkauft. Leute, ich bin gerade dabei, Burger King aufzuessen. Aber jetzt gibt es Zeit zum ein Bier trinken. Bierpower. Hier, guckt euch mal meine Mülltüte an, wie diese ganzen Bierflaschen drin und noch mehr Müll und alles an Müll, was ich gemacht habe. Der hängt hier rum, der nervt mich.